Nur damit ich es gesagt habe, Patrick Ehring, Sie sind nicht einfach nur Meister, Schweizer Meister, Sie sind Meister Goalschütz 2018. Ja, ich bin mir scheißegal. Ich habe selten so einen Scheisser zusammengespielt in der Finalserie. Jetzt, heute ist es endlich mal aufgegangen. Ja, ich bin Gott froh. Ich glaube, wir haben super gespielt. Der Luke hat auch sehr krank gegeben. Ich bin so froh, ich bin so glücklich für die Jungs. Ich bin so glücklich für zwei, drei individuelle Spieler. Ja, ich habe einfach Freude. Es ist ja nicht einfach so, dass der Meistertitel so gekommen ist, dass man gewusst hat, die ZSC Lions gehen jetzt auf eine Autobahn. Die Saison, die hat überhaupt nicht mehr für euch gesprochen. Was ist da passiert? Ich glaube, das Allerwichtigste war wirklich, dass wir in der Gruppe gewusst haben, dass wir eine super Truppe haben. Ich meine, es ist alles beschissen gelaufen, auch nach der Olympiade. Haben wir nur den Sack bekommen, das erste Playoffspiel haben wir auch den Sack bekommen. Aber ich meine, wir haben immer gewusst, dass wir Potenzial haben und wir haben es auch wollen abrufen oder müssen abrufen. Und ja, also, ich bin sprachlos, ich finde es cool. Und ich bin auch sprachlos, ob dem, in welche Fußstapfen das reintreten, als Captain von der ZSC Lions. Und das in ihrer ersten Saison, was da hinter ihnen passiert. Ja, natürlich, aber eben, ich glaube, vor 6-7 Wochen hat es überhaupt noch nicht so ausgesehen. Aber ja, ich glaube, ich bin auch sehr froh, dass der Segen da war. Ich freue mich wirklich auch sehr für ihn. Ich meine, es gibt keinen besseren Abschluss, auch für den Kleinen. Ich meine, es ist so gut. Und ja, ich meine, jetzt ist es aufgegangen, ich freue mich, cool. Ja, ich weiß auch nicht. Herzliche Gratulation, danke.